Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren, ich bin dumm. Und das regt mich jeden Tag auf. Doch heute habe ich die Möglichkeit, das zu ändern und allen das Gegenteil zu beweisen. Denn wir machen den Q Remastered IQ-Test. Dieser Test ermittelt anhand eurer grafischen Kombinationsmöglichkeit mit dem logischen Denken euren IQ. Und das im spielerischen Sinne. Put your drawing into the beaker. You cannot draw in the blue area. Das hier ist unser Spielbereich und unsere Aufgabe in diesem ersten Test ist es nun, etwas zu zeichnen, was hier in diesen Behälter reinfällt, allerdings nur im schwarzen Bereich. Das hat nicht geklappt. IQ? Das ist fuck! Make the red ball touch the red area. Also wenn das ein roter Ball ist, dann weiß ich auch nicht. Dieser Ball muss also hier lang und dann irgendwie hier rüber und hier in den roten Bereich rein. Das heißt, wir brauchen hier erstmal eine Rampe, die wir irgendwie so hier hinstellen. Zack. Das hält auf jeden Fall. Und jetzt irgendetwas, was den Ball hier runter... Oh Gott, ist das... Tada! Jetzt muss er noch ein Ziel kommen. Yes! 100er IQ! Wir können jetzt auch hier auf IQ draufklicken und uns unseren bisherigen IQ anzeigen und errechnen lassen, aber nicht mit uns. Wir machen erstmal noch ein bisschen was. Draw something and touch the red area. Ich könnte quasi so eine Wippe bauen. Dann hier einen Ball drauf und hier einen größeren Ball, sodass der den kleinen Ball hochkickt. Was ist denn das für ein Scam, dass der Kleine den Großen rüberkickt? Das sieht auch aus wie eine Strichfigur hier gerade, ne? Mit hier so zwei Augen. Nein. Wir müssen was malen, was diesen Bereich hier berührt. Also logischerweise hier oben rüberfällt. Kann ich nicht hier so was Kleines malen? Nee, das fällt immer da lang. Ah! Ich baue hier eine Rampe, die hier vorne steht. So. Und dann hier einen Ball, der hier runterfällt. Ich bin krass, 130er IQ. Glückwunsch. Make the red square touch the left wall. Wir müssen also diesen roten Block, das ist auch immer noch kein Rot, ne? Sorry, aber die wollen mich da echt verarschen. Der Block muss auf jeden Fall die linke Wand berühren. Das heißt, wir müssen hier irgendwie ein Gewicht erzeugen, was das ganze Ding rüberkickt. Kann ich nicht hier irgendwie so ein Ding zeichnen, was dann runterfällt und das Ding schiebt? Nein. Ich gehe jetzt mal von hier ein bisschen weiter hoch, nämlich hier hin. Der drückt es aber nicht runter. Die Sache ist allerdings, wenn ich jetzt hier einen Ball drauflege, kickt der... Nee, der fällt einfach nur rüber. Okay, wie wird das funktionieren? Ich könnte hier so einen Druckmechanismus bauen und dann hier rüber, sodass das sich vielleicht irgendwie so... Nee, das bleibt stehen! Das Ding ist halt, dass ich so wenig wie möglich zeichnen darf. Je mehr ich zeichne, desto schlechter ist mein Rating und mein IQ am Ende. Ich könnte jetzt natürlich ganz easy so vorgehen, dass ich irgendwie erst so ein Ding mache. Und dann mache ich noch ein zweites. Und dann mache ich beispielsweise auch noch ein drittes. Und dann müsste ich auch gleich schon direkt an der Wand sein, wenn ich jetzt nämlich das vierte gezeichnet habe. Zack. So. Das ist nicht dein Ernst, ne? Es scheitert jetzt an so einem Fitzelpenis hier, oder was? Das heißt, wenn ich so mache, klappt's. Dead. 60er IQ, habt ihr gesehen, dass das klappt nicht? Wir müssen uns also am nächsten jetzt richtig am Riemen reißen. Make the ball touch the red area. Was? Hier ist die Area, der Ball soll... Also... Das ist ja relativ easy, oder? Das war's. Make the red ball touch the red area. Ich probiere es erstmal mit einer klassischen Brücke. Und zwar erstmal den Grundpfeilern hier. Und dann einer Brücke, die wir hier drauflegen. Zack. Ihr seht schon, das ist beides auf einer Höhe circa. Ich probiere jetzt mal den Ball hier rüber zu kicken. Bam. So.
Sorry, aber das ist doch nicht wahr, oder? Wir bauen eine leicht abgeneigte Halterung. In etwa so. Setzen da drauf unsere Brücke, sodass der Ball hier runterrollt. Und sobald der Ball hier vorne ist, lassen wir... Schafft der Ball das hier rüber zu hüpfen, wenn ich den ganz doll anschubse mit ganz viel Gewicht? Das hier ist unsere Brückenkonstruktion. Wir lassen den Ball runterfallen und malen jetzt ein riesig fettes Ding, was den Ball hochschleudert. Oh, oh, Albert Einstein! Draw something and touch the red area. Wie soll denn das gehen? Ich kann ja nicht hier zeichnen. Ich kann ja nur hier zeichnen. Das fällt ja alles runter. Nicht verzagen. Luca fragen. Wir machen das gleiche Prinzip wie vorhin. Bauen nämlich eine Waage. Hier vorne ein Behälter und hier vorne einen kleinen Ball. Der Ball kommt hier rein und den schleudern wir hoch, indem wir hier ein riesen Gewicht reinfallen lassen. Oh. Oh, ich hätte es auch deutlich einfacher machen können. Egal. Have only one snowflake in the container. Es ist... Oh, es ist auf Zeit, es ist auf Zeit. Ich lasse einfach einen rein. Und dann... Oh, das passt. Wir haben's. You did it. Ich hab das Licht erfunden. Lower the coat hanger. Wir zeichnen hier etwas hoch, was wir dann hier runterhängen lassen mit einem riesigen Gewicht hier. Und dann nur einem ganz leichten Gewicht hier. Alles ist korrekt, außer das Gewicht muss sich direkt hier links befinden. Wenn das jetzt nicht klappt, dann ist das die falsche Taktik. Bro! Das ist ein Millimeter! Hier die Halterung. Und hier das Gewicht. Vielleicht geht's ja auch so, dann wäre es relativ... Warum macht er denn jetzt ein Excel-Update? Eigentlich wollte ich weniger malen, aber es geht ja anscheinend nicht anders bei diesem Militärshaken. Wir haben's. Wir haben's. Danke. Letzter Test für heute. The yellow ball will start moving when something touches it, but the balls put the putt. Die gelben Bälle fangen also an, sich zu bewegen, sobald etwas sie bewegt. Dann werden sie pink oder wie die halt sagen würden, rot. Und fallen runter, also fallen der Gravitation. Genau. Es ist also eigentlich relativ simpel. Wir benötigen nur eine Schanze hier, die sich so hält. Und jetzt einfach Kleinigkeiten, die die Dinger berühren, sodass alles da reinfällt. Besser hätten wir es nicht machen können. Wir schauen uns mal unseren IQ an. Ein IQ von 56 bedeutet, dass jemand eine leichte Intelligenzminderung hat. Eine Person mit einem IQ von 56 wird erhebliche Schwierigkeiten haben, alltägliche Aufgaben zu erfüllen und wahrscheinlich von anderen abhängig sein, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Sie werden auch wahrscheinlich erhebliche Schwierigkeiten haben, ihre Umwelt zu verstehen und zu kommunizieren. Angeblich habe ich auch noch eine geistige Behinderung. Ich gehe da mal besser zum Arzt.